Moin, moin, ihr Lieben, und willkommen zu einer neuen Daddelzeit hier mit City Skylines und unserem neuen technologischen Institut Daddeltopia, TID quasi abgekürzt. Wir müssen allerdings noch eine kleine, aber feine Wasserversorgung einrichten, sonst wird das hier alles fatal. Und so sehr ich es auch gerne mal fatal mag, aber nicht hier an dieser Stelle. Ein anderen Mal vielleicht fatal, aber nicht jetzt. So, Campus-Attraktivität. Ja, ach Mist, habe ich jetzt weggemacht. Hier ganz interessant zu wissen, ob man da irgendwie noch was dran drehen kann. Aber gut, wir werden es zwangsläufig irgendwann erfahren. Ziehen wir da nochmal was durch und basteln das hier mit dran. Boah, das ist echt. Das ist pure Freude. Ich gehe so dermaßen auf diesen scheiß Universitätssport ab. Das ist Wahnsinn. So, dann ist die Frage, verlängern wir jetzt schon die Monorail entsprechend? Wäre quasi eine Möglichkeit. So, hier haben wir den Kreis noch lang nicht ganz. Geht ja hier dann noch rüber und ich weiß, ob wir das auch noch mitnehmen. Und soll dann am Ende hier anschließen. So ist zumindest der grobe Plan des Ganzen. Da ist noch einiges ausstehend. Was sagt das Naturschutzgebiet? Wir brauchen auch hier noch ein paar Besucher. Attraktivität ist aber ganz gut. Wenn ich hier nochmal drauf gehe, steht hier irgendwie, wie ich Attraktivität verbessern kann. Natürlich nicht. Reputation. Unbekannt. Ja, aber das wird schon. Campus-Attraktivität. Wenn wir das nicht hinbekommen, dann weiß ich auch nicht weiter. Vielleicht kriegen wir ja nochmal einen Tooltip dafür. Ich weiß es nicht. Können wir vielleicht auch einfach mal das hier wegmachen. Weil wir haben hier den Aufweg, dann passt das schon. Die Frage ist natürlich, reichen hier die Parkplätze aus, weil das ist etwas sehr... Und das passt hier etwas scheiße, weil... Ne? Hier ist ein Parkplatz, der auch optisch besetzt ist. Wann ist überhaupt das nächste Spiel? Am 19.10. Scheiße. Das dauert noch etwas. Oh, und hier haben wir irgendwie noch ein kleines Problemchen. Da haben wir offenbar so ein bisschen russische Version. Keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht ganz so gut benannt. Aber ich finde es trotzdem traumhaft. Und hier Maskottchen von den Bucks hier. Buccaneers Team-Maskottchen. Sowas haben wir auch. Wir haben vermutlich mehr Maskottchen, als wir Träger haben. Würde mich zumindest nicht wundern. Aber wichtig ist die Frage. Wie gut kommt... Oh! Wir haben ja jetzt unsere Uni hier. Das bedeutet, wir müssen unsere Universität, wo haben wir die denn hingesetzt? Wo ist das Mistteil? Wenn ich das mal so sagen darf. Irgendwo muss es doch sein. Da haben wir es, glaube ich. Das Freundchen hier, ne? Das geht einfach mal weg. Weil brauchen wir nicht mehr. Wir haben was viel, viel Besseres. Ja, heul doch. Kann ich auch nichts für. Ich möchte, dass ihr ungebildet seid. So, aber wir können ja stattdessen noch so eine und so eine hinsetzen. Und dann passt das schon wieder. Und dann bekämpfen wir unsere Ungebildetheit. Die ich eine Zeit lang bewusst forciert hatte. Ja, ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber das könnte man als mittelschwere Katastrophe bezeichnen, wobei ich richtig super finde, dass hier immer noch Leute durch den Park gehen. Kümmert die Null, dass um sie herum alles brennt. Das ist vermutlich gefühlte 1000 Grad heiß ist, wenn man da durchgeht. Aber hey, ist deren Sache. Hier auch, das ist ja Wahnsinn.
Hier in der Mitte ist schon ausgebrannt. Ah, hier, da. Da züngeln die Pflanzen wie sonst was. Hubschrauber und Autos sind gleichermaßen beschäftigt, das Ding trotzdem nicht in den Griff zu bekommen. Auch hier in der Mitte. Oh. Manche wollen einfach nur die ganze Welt brennen sehen. Und manchmal brennt die ganze Welt einfach, ohne dass man es will. Ah, da haben wir diesen Übergang. Der macht sich ganz gut, offenbar. Das gefällt mir schon mal. Wie sieht es hier aus? Ja, da kann man auch noch einen Weg runter schaffen. Der hier funktioniert noch ganz gut, was aber auch daran liegt, dass hier noch kein Verkehr längs muss. Insgesamt ist das, glaube ich, verbesserungsfähig. Ah, die Frage ist natürlich, wann kriegen wir hier auch unsere 350 Mitarbeiter, genau, müsst ihr auch bald klappen. Kommt schon, 6 Leute noch. Die Plätze sind da. Ihr müsst nur zugreifen. Ach, so kacke hier. Offenbar wird aber auch sowas hier gebraucht. Muss mal gucken, wo kriege ich denn am besten noch Geschäfte unter? Zum Bleistift. Ja, hier könnte ich, aber will ich nicht. Wir könnten hier theoretisch nochmal Straße weitermachen und wobei habe ich das als Park geplant? Ist die große Frage. Ja, das hatte ich als riesigen Park geplant. Von daher fällt das schon mal eher weg. Aber hey, wir haben hier ja noch Platz und sowas. Da können wir ja Dinge tun, die noch nie ein Mensch getan hat. Ich weiß zwar nicht, was das für Dinge sind, aber wir können sie tun. So ganz neutral gesagt. So, da tut sich nicht so viel. Da kann man auch eigentlich sowas Schönes machen. Aber warum nicht? Wir machen es jetzt schön an dieser Stelle. Einfach, weil wir es können. So, machen wir das mal so hier und dann... Ach du Schande. Das ist ja eine wilde Holperfahrt hier. Eieieiei. Okay, dann können wir hier Dinge tun und so. Lass mal sehen, wie wir das am besten hinbekommen. Dann können wir hier vielleicht noch so einen Übergang machen. Das passt. Das passt. Dann kriegen wir auch noch hier irgendwie was hin. So, mit einem kleinen Brückchen, weil es so schön ist. Hier noch irgendwie was hin. Dann kriegen wir auch hier was gebacken. Wir können auch hier so machen. In der Theorie. Aber die Theorie hält ja so selten in der Praxis stand. Einmal hier das Ganze hin und dann haben wir auf jeden Fall Platz für ein bisschen mehr Business. Hier kriegen wir auf jeden Fall nochmal richtig fett Zeugs unter. Was haben wir hier überhaupt hingebaut? Eine Feuerwache, ja, das ist auch gar nicht mal so unnütz an dieser Stelle. Kriegen wir ja sicherlich auch noch mal ein bisschen Wohngebäude unter. Warum auch nicht? Hier auch und da machen wir dann vielleicht. Boah, das ist ja eigentlich so eine große Straße hier. Hier ist auch eklig.
Und dann machen wir hier eventuell nochmal ein bisschen mit der Brush Links. Da können wir auch nochmal so. Und dann hat sich das hoffentlich. Aber wir hätten auch hier nochmal so einen Streifen Geschäfte machen. Gucken wir einfach mal, wie es aussieht und entscheiden dann spontan. Hier finde ich eigentlich ganz cool, dass wir ein bisschen Natur haben. In diesen Zwischenstreifen, die sehr gebirgelig sind. Werde ich sicherlich auch hier nochmal weitermachen, das Ganze. Hat irgendwie so schon seinen Charme. Dann haben wir das und können hoffen, dass hier holztechnisch sich was tun wird. Hier ist die Mineralindustrie. Ich möchte aber Forstwirtschaft hier. Ah, da gehen weiter die Arbeitszahlen zurück. Das finde ich gar nicht nett. Muss ich hier vielleicht nochmal weitere Möglichkeiten bauen? Zu nächtigen oder so? Ich weiß es nicht. Gucken wir einfach mal. Industrie. Arbeiterunterkünfte. Wo haben wir die denn? Arbeiterunterkünfte. Da sind. Oi. Die sind aber groß. Das finde ich ja gar nicht mal so angenehm. Nö, das lassen wir erstmal sein. Ich kann mich noch beherrschen. Die Arbeiter werden schon von selbst kommen, wenn ich... haben sie Pech. Aber hier können wir noch weiter ausbauen. Das ist natürlich hier richtig dicht bevölkert, das Ganze. Das ist, glaube ich, unser Hauptproblem, dass hier die Bevölkerung so dicht ist. Aber mich würde mal interessieren, wie gut schlägt unsere Universität an und für sich ein? So. Gelände. Nee, hier. Da können wir ja gucken. Ja, wir brauchen bis zu 500 Studenten für den Aufstieg. Haben wir. Allerdings akademische Werke müssen vollbracht werden. Das ist derzeit unser Problem. Also es wird vermutlich erst beim nächsten Level Up, beziehungsweise beim nächsten Ende des Jahres dazu kommen, dass wir hier Dissertation, wissenschaftliche Studie, Entdeckung. Weiß nicht, was das für Unterschied macht. Entdeckung. Ja, geben wir mal, ne? Gewährt für Entdeckung. Warum nicht? Man muss ja auch mal was Gutes tun für die Leute. Und dass wir so viele Studenten haben, das ist schon mal ganz angenehm. Wie viele Leute können hier in so einen Schlafsaal? Ach du Kacke, die sind ja richtig voll. Und die Lernsäle ebenfalls. Das bedeutet, wir brauchen eigentlich mehr davon. Das ist natürlich schwierig. Müssen wir mal sehen, ob wir hier noch welche hinkriegen vielleicht. Lehrsäle. So. Da haben wir jetzt nochmal zwei zusätzliche. Das ist gar nicht mal so schlecht. Oh, es ist kein schönes Unigelände. Da muss ich vielleicht noch ein bisschen umstellen bei Zeiten. Aber egal. Ein größeres Publikum erhöht die Siegeschancen des Teams. Sorgen Sie dafür, dass Sie über gute Straßenverbindungen und öffentlichen Nahverkehrspositionen verfügen. Ich glaube, wir bauen nochmal unsere Monorail aus. Nicht wahr? Warte mal, das kann man hier, glaube ich, machen. Am besten. Die nicht bearbeiten. Nee, das muss ich doch hier rüber machen. Dann eben hier. Hä? Wieso will die Anbindung hier nicht? Muss ich hier nochmal das Ganze verbinden. Das wäre natürlich eine Möglichkeit.
Monorail. Oha. Machen wir das mal dahin und dann schnappen wir uns so ganz schnabulagemäßig. Ach, hier muss ich rein. So, mal kurz gucken, ob das überhaupt funktionieren würde. Das ist ja das Wichtigere. Nee. Aus Gründen irgendwie nicht. Das müssen wir nochmal irgendwie verbinden. Zum Beispiel mit... so einem hier. Und dann gucken wir nochmal. Wenn wir hier machen, dann... kriegen wir den Scheiß nicht hin. Was soll das denn, bitteschön? Ach Mensch, und ich habe keinen Dunst hier, was da nicht so funktioniert, wie ich es gerne hätte. Es muss doch irgendwo kaputt sein. Und ich weiß nicht, was kaputt ist. Ach, mach ich in der nächsten freien Zeit. Das mache ich jetzt nicht onscreen, weil man muss es nicht übertreiben. Oh, und hier haben wir ein kleines Problemchen, sehe ich gerade. Wir brauchen Wasser. Sollt ihr bekommen. So macht man sich bei den Bürgern beliebt, wenn man für Wasser sorgt. Kommen wir nicht mit Grundbedürfnis. Es gibt keine Grundbedürfnisse, nur viel zu verwöhnte Bürger. So, das Ding dürfen wir ja auch nochmal machen. Und dann, ja komm, diese kleine Lücke, die tut schon gut irgendwie. Haut schon alles hin irgendwie. Oh, zack. Sprühen wir hier mal ein bisschen. Sprühen wir da mal ein bisschen. Sprühen wir hier nochmal weiter gedacht. Und ich glaube, wir können langsam aber sicher schon mal die Wasserversorgung ein bisschen erweitern. So, indem wir hier nochmal eins machen und indem wir... hier diese lustigen Öko-Dinger nochmal eins hinzupappen. So, das hier noch irgendwie anbinden. Und das hier anbinden. Stromtechnisch müsste alles ja weiterhin versorgt sein. Was wollen wir mehr? Ah, hier haben wir Probleme. Weil nicht genügend gebildete Arbeiter vorhanden sind. Ja, kommt ja alles noch. Ihr müsst nur Geduld haben. Da kommen noch welche. So, das Spiel rückt immer näher. Und wir haben noch immer hier kein funktionierendes Gedöns. Okay. Na gut, bewahren wir uns das Spiel nochmal fürs nächste Mal einfach auf. Wenn es wieder heißt Daddlezeit, hier mit City Skylines, seid unbedingt mit dabei. Bis dahin, ciao, ciao.